In der zweiten Woche unserer Bekanntschaft entwickelte das Kleine eine starke Tendenz, sich unbeurlaubt zu entfernen. Morgens war es nirgends zu finden. Das erste Mal brauchten wir nicht lange zu warten. Es wurde hungrig und fing an zu quaken, und dann hatten wir es bald wieder. Aber am nächsten Tag warnten die Eltern es bei der kleinsten Lautäußerung und es verschwieg. Glücklicherweise verstand der gute Fritz aber, worum es ging, und hatte ihn mit seiner guten Hundenase sehr bald in einem stachligen Gebüsch gefunden. Am dritten Tag der unerlaubten Entfernung konnte ich mich darauf verlassen, dass der Fritz jetzt wusste, worum es ging, und mich an die Gartenarbeit machen. Es dauerte dann nicht lange, und der Lärm der Eltern zeigte mir an, dass der Fritz das Kleine wahrscheinlich gefunden hatte. Ich ging also ums Haus rum und richtig, sobald der Fritz mich sah, kam er angelaufen und führte mich dann stracks zu einem Stechpalmengebüsch, wo das Kleine versteckt war. Zur Feier unserer Wiedervereinigung machten wir dann ein Krähenpicknick auf dem Rasen. Fritz überzeugte sich, dass mit dem Kleinen alles in Ordnung war, und widmete sich dann wieder seiner Beschützerrolle. Also, obwohl das Kleine noch nicht fliegen konnte, konnte es doch schon größere Entfernungen zu Fuß schnell überbrücken. Nach unserem Picknick setzte ich es in seinen Baum und ging zurück zur Gartenarbeit. Aber es hatte was anderes im Sinn und unternahm einen Ausflug zum Parkplatz beim Haus. Fritz blieb seiner Beschützerrolle treu, aber das hat ganz wüste Attacken der Eltern verursacht. Nach diesem Abenteuer setzte ich das Kleine nochmal wieder in seinen Baum, wo es im Schatten war und wo Fritz es auch im Schatten bewachen konnte. Gut gefüttert und nach aufregenden Ausflügen und erheblichen Anstrengungen war das Baby jetzt schläfrig und müde. Und selbst die Eltern waren entweder müde oder gewöhnten sich langsam an uns, denn nach der nächsten Fütterung beruhigten sie sich schnell und es kehrte Ruhe ein.
Und um etwa diese Zeit entwickelten wir auch den Verdacht, dass die Eltern das Kleine ihrerseits fütterten. Es gelang uns zwar anfangs nie, das zu beobachten und geschweige denn zu dokumentieren, aber weil wir auch schlau und gerissen sind, entwickeln wir doch eine Methode, die Eltern zu überlisten. Wir installierten ein Mikrofon mit Audiorekorder neben dem Baby und hörten auf, es zu füttern. Und in diesen Aufzeichnungen war dann festzustellen, dass das Baby in der Tat im Abstand von 40 bis 120 Minuten gefüttert wurde. Und das war eine große Erleichterung für uns, denn es bedeutete, dass unsere Bewegungsfreiheit doch größer war, als wir das ursprünglich angenommen hatten. Und dann entdeckten wir noch, dass die im Wasser eingeweichten Pellets auf dem Tisch im Hof langsam verschwanden. Und wir vermuteten, dass die Altkrähen sich ihrer bedienten. Und wieder war es schwer, das zu dokumentieren, weil die Krähen, sobald sie uns sahen, abflogen. Aber auch hier fanden wir einen Ausweg. Diese Aufnahmen gelangen uns schließlich, als wir die Kamera hinter dem Fenster versteckt aufbauten und sie anstellten, als das Kleine anfing, nach Futter zu schreien. Dann gingen Chris und ich hinaus ans andere Ende des Gartens, sodass die Krähen uns dort sehen konnten, und als wir wiederkamen, war der Beweis in der Kamera. Einige Tage später hatte das Kleine es dann geschafft, in seinem Baum bis in die höchsten Zweige hinaufzuhüpfen und zu flattern. Und da konnten wir ihn nicht mehr erreichen und es war ganz auf die Fütterung durch die Eltern angewiesen. Dann entdeckten wir zu unserer Freude, dass er dort oben nicht nur Gesellschaft von einem seiner Geschwister bekommen hatte, sondern dass zwei weitere Geschwister noch in den anderen Bäumen in der Nähe von denselben Eltern, Carcrow und Quercrow, gefüttert wurden. So war also die gesamte Familie von vier Jungen und zwei Eltern wieder vereint.